meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal Susi und das Leben. Eigentlich wollte ich ein Schminki-Video machen, aber es ist jetzt schon so spät, es sind 5:05 Uhr. Und dann habe ich gedacht, ich zeige euch mal, was ich die letzte Woche so getrieben habe hier. Die letzten 1,5 Wochen in Zusammenarbeit mit meinem ältesten Sohn und mit meinem mittleren Sohn. Ja, ich stehe hier in meinem zukünftigen Zimmer, erschreckt euch nicht. Das ist das alte Zimmer von meinem mittleren Sohn, der ist ja schon seit über einem Jahr ausgezogen. Das ist schon fast seit 1,5 Jahren. Und weil ich ja einen Wasserschaden in meinem Zimmer habe, schon seit längerem, eigentlich schon seit der letzten großen Überschwemmung, so von wegen Ahrtalflut und so, kann sich ja noch jeder daran erinnern. Wir haben ja hier auch einiges mitgekriegt, aber natürlich kein Vergleich zu denen. Ja, und seitdem habe ich quasi einen Wasserschaden in meinem Zimmer. Und jedes Mal, wenn es stark regnet, dann tropft es aus allen Ecken und Kanten. Und es fängt jetzt langsam an zu schimmeln und sonderlich gesund ist das ja auch nicht. Und jetzt soll ich eigentlich hier oben in dieses alte Zimmer. Aber zuerst muss hier natürlich renoviert werden. Wir haben jetzt letzte Woche mal hier alles noch ausgeräumt. Nebenan ist auch noch ein Zimmer von meinem jüngsten Sohn, der im Sommer ausgezogen ist oder meinte, ausziehen zu müssen. Das haben wir auch komplett entrümpelt sozusagen. Hier lagen auch noch Teppichböden. Die lagen jetzt tatsächlich 20 Jahre hier drin. Wie die Zeit vergeht, ich drehe mich mal rum oder ich drehe euch mal rum. Wie gesagt, ich stehe hier quasi direkt hinter der Tür. Es fängt jetzt an und wird dunkel und deswegen ist das mit dem Licht so eine Sache. Und ich habe jetzt meine Handyhalterung, das wackelt natürlich jetzt ab und zu mal ein bisschen, dafür schon direkt mal sorry. Also für die etwas ungewöhnliche Kulisse, aber ich wollte euch das mal zeigen, so von wegen Real Life auf YouTube und Social Media. Ich drehe euch mal gerade rum, sofern das geht. Ich glaube, das geht nämlich gar nicht. Dann machen wir jetzt mal kurz einen Cut und dann schwenke ich mal gerade hinter die Kamera. So, da bin ich wieder. Also wie gesagt, ich kriege das hier bei meinem Handy nicht hin, dass ich während dem Filmen quasi die Kameraeinstellung sozusagen ändere. Ich gehe jetzt mal so weit nach hinten. Also wie gesagt, hier ist der Teppichboden raus. Hier hat jetzt 20 Jahre lang ein Kind gewohnt sozusagen. Das war auch quasi aus der Not heraus. Wir haben hier renoviert. Da war mein Ältester 6, jetzt ist er 26, also wie gesagt, das ist 20 Jahre her. Wir haben komplett den Dachstuhl einmal abgerissen und neu aufgebaut mit dem, was da war. Hier lag vorher, wie gesagt, ein Teppichboden drin. Hinter diesem gelben Etwas sind die Heizungsrohre verborgen. Hier ist auch der alte Heizkörper, ihr seht hier meinen Schatten. Hier ist noch die alte Kommode, das ist tatsächlich echt Holz. Aber da unser Lukas gemeint hat, er müsste das hier mit Wasserfarben oder Ähnlichem anmalen. Könnten auch Acrylfarben sein. Ich bin nicht, mein wäre ein Wasserfarben. Das muss auf jeden Fall ab. Ich habe ihm dann angeboten, das hier in dem Zimmer abzuschleifen. Weil hier kannst du im Moment nicht allzu viel verkehrt machen. Und dann eventuell die komplette Kommode neu zu lackieren. Also die sieht etwas wüst aus, muss ich sagen. Wie gesagt, die Schubladen sind auch kaputt, weil die Leisten hier nicht mehr tun. Da habe ich aber schon eine andere Idee. Mein Mann hat das bei einer anderen Kommode auch gemacht und hat dann einfach diese blöde Schiebeleisten hier. Ja, das hört sich schon nicht gut an, da sind auch die Lager kaputt, quasi durch Holzleisten ersetzt und dann ist das Ganze wieder taufrisch. Da hinten muss die Rückwand mal neu eingenagelt werden, hier muss die Tür nochmal neu festgemacht werden und dann, denke ich mal, kann man die wieder benutzen und dann kriegt er die in seine neue Wohnung. Dann haben wir quasi gespart einen neuen Kleiderschrank, weil den Schrank hat meine Mutter tatsächlich noch gekauft und die ist ja jetzt auch schon 14 Jahre tot. Ist gestorben, als unser Anjali 5, 6 Monate alt war und die wird jetzt demnächst 14. Ja, und hier seht ihr die Dachschräge, da fällt auch schon alles auseinander. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, so gegen das Licht. Ja, das Fenster ist leider dreckig, da klebt doch noch alte Window-Color drauf. Ja, hier ist einiges noch zu tun. Ich hätte natürlich dann ganz gerne ja hier quasi die Wand so ein bisschen vorgezogen. Und dass das eine gerade quasi gibt, so, ja, ich habe da so meine Ideen. Ich denke mir, das ist, ja, Kriegspotenzial, wie ich es gerne hätte und wie man das dann machen kann. Und ja, gut, finanziell muss man auch machen. Die Steckdosen damals waren hier schon quasi ausgerichtet nach Zimmereinrichtung. Hier steht noch das alte Bücherregal, das würde ich sogar gerne behalten. Hier war eigentlich mal, da fehlen keine Bretter, da war so ein, eine Art Klapptisch drin, quasi, dass man den Bürotisch hochklappen kann. Das war so in den 70er, 80er Jahren scheinbar modern, aber das ist auch massives Holz. Da muss ich mir auch noch was überlegen, das soll auch nicht so braun bleiben. Ja gut, und die Paneelen müssen runter, ne? Ja,
Da oben ist einiges im Argen. Hier ist auch eine Lampe kaputt. Ich weiß nicht, ich glaube, die Lampe will ich auch nicht behalten. Und ja. Ja, hier kann man quasi hinter das Haus gucken. Das sind die Bäume vom Nachbarn übrigens. Ja, also hier ist einiges, ne? Also hier muss alles nochmal eventuell im schlimmsten Falle neu verputzt werden. Keine Ahnung, die Heizung sieht auch ziemlich übel aus. Da hat sich mal anscheinend einer mit schwarzer Sprühfarbe hier irgendwie versucht. Keine Ahnung, ob man das nochmal hinkriegt. Wie gesagt, da stehen die Schubladen. Die sind auch irgendwie angemalt mit komischer Farbe. Keine Ahnung, was das ist. Da hängt eine Steckdose aus der Wand. Da ist ein Schlitz. Ja, das ist hier, ne? Also ich stehe hier quasi auf unserer Küche unten. Und das wurde damals alles so quasi im Ad-hoc ganz notdürftig mal gemacht. Wie gesagt, der Fußboden, der war hier schon drin. Wir haben einfach alles wieder rausgerissen, weil uns die Zimmeraufteilung damals nicht gefallen hat. Und haben dann einfach alles neu mehr aufgebaut. Wenn ich jetzt hier aus dem Zimmer rausgehe, hier ist übrigens auch die falsche Tür drin, deswegen da unten der Spalt. Und was da ist, weiß der Teufel, ehrlich gesagt. Ich hoffe jetzt nicht, dass das hier irgendwie undicht ist. Diese Ecke, da ist übrigens der Kamin von unserem Wohnzimmer, dahinter, den wir nachträglich eingezogen haben. Jetzt erschreckt euch bitte nicht. So, das hier ist jetzt der Flur, der hat so ein bisschen Umbaustatus. Da liegt noch der Rest vom Sperrmüll. Könnten wir eigentlich auch klein schneiden für den Ofen. Da steht noch eine Lampe, die sollte eigentlich in Elektroschrott, aber den hat der Schrotti tatsächlich mitgenommen, den sollte mir eigentlich auf den Wertstoffhof bringen. Mein Mann hatte schon einen ganzen Hänger voll, dass jemand den wegbringt und irgendwann kam der Schrotti und hat alles mitgenommen, komischerweise. Ja, hier ist mein Bürotür, da hinten die Tür, die führt quasi zur Treppe runter ins Wohnzimmer. Ja, wie gesagt, der Fußboden hier, da muss auch noch neuer Belag drauf. Hier ist noch der Rest vom, ich glaube, das ist Müll. Ja, und da ist das Zimmer von meinem zweiten Sohnemann. Das ist recht klein und hier haben wir jetzt alles reingeräumt, was ich nicht wert und was ich noch aufheben wollte. Der Schrank, der geht noch weg zu meinem Juno, dafür habe ich schon Füße gekauft. Ja, hier müssen die Wände auch runter, sagt mein Mann. Gut, die Paneelen hier, wie gesagt, die sind 20 Jahre alt. Hier haben Jugendliche drin gehaust sozusagen. Da hinten ist noch sozusagen der Rest von ihm, da muss ich auch mal durchgucken. Hier stehen Kisten, da ist noch so ziemlich alles drin, von der Playstation bis keine Ahnung was. Da ist die Unterbettkommode von meiner Tochter, die hat ein anderes Bett bekommen. Und ich glaube, die passt nicht mehr drunter, da mache ich aber ein Brett drüber und dann kann man das als Sitzkommode benutzen. Die ist noch gut, die wollte ich nicht wegschmeißen. Ja, die Kommode hier hat meine Mutter damals auch gekauft, die ist etwas kleiner. Die sieht auch sehr wüst aus, ich bin mal noch im Überlegen, ob man die noch zurecht machen kann. Ja, das hier ist alles Papiermüll, aber unsere Tonne, glaube ich, ist voll. Da muss ich noch leider auf den Papiermüll warten, ja. Ja, das ist also was. Jo, und hier ist der Flur, da hängt auch keine Lampe mehr. Aber ich habe unten noch eine im Keller, die soll eigentlich hier hin. Ja, das sind noch Teile von einem Eckregal, was da hinten noch so quasi, was ist denn da zu schief, das hat mir mein Mann ausgemessen. Das soll wieder runter. Hier ist ein Loch im Fußboden, sehe ich gerade. Das ist schlecht, aber wie soll man da die Platte... Ja, das Problem ist, die Platte kann man nicht mehr austauschen. All die Weile, die da quasi unter der Wand... Was haben wir denn hier? Ach, hier sind überall diese blöden Mücken. Unter der Wand von dem nächsten, also von meinem zukünftigen Zimmer quasi verschwindet. Und dann müssten wir ja die Wand komplett abreißen. Ja, wie gesagt, das hier ist alles... Notdürftiges Holzständerwerk, das sollte irgendwann mal verkleidet werden und dabei ist es auch eigentlich geblieben. Hier kommt schon eine Schraube raus. Da hinten geht es dann noch eigentlich zum Altbau auf die Speicher, aber da ist die blaue, mir sagen immer die blaue Tür, da ist tatsächlich eine blaue Tür drin. Die habe ich mal irgendwo aus einem Möbelhaus, die habe ich gesehen und wollte die unbedingt haben. Die ist von der anderen Seite aber zugeschraubt, damit da keiner rüber geht. Weil unser alter Speicher ist nicht gedämmt und deswegen hängt hier auch so ein kleiner Vorhang, damit die Kälte nicht hier so... Ah, deswegen ist das so. Und hier ist eigentlich ein Badezimmer. Da ist aber leider Gottes der Siphon kaputt und die Klospülung ist auch hinüber. Das muss ich... Ich bin schon seit einem Jahr ein Klo am Kaufen. Aber ich war der Meinung, das gibt immer nur Standardmaß. Ich mache euch mal gerade zurück. Da bin ich wieder. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, das wäre ein Standardmaß, aber dem ist wohl nicht so. Ich stand im Baumarkt vor den Toiletten. Ich will unbedingt eine Tiefspültoilette haben. Das hier ist noch so eine alte, so ein Hochspüler. Und ich bin ja nicht gerade schlank.
Das heißt, wenn ich mich auf das Klo setze, hänge ich immer mit dem Popo im Klo, auf dem Klo sozusagen. Und ja, und habe dann im Baumarkt festgestellt, dass hinten diese Durchmesser von da, wo das Pipi und der Rest durchgehen muss, dass das unterschiedliche Größen hat, je nachdem, was für eine Toilette du hast. Und dann stand ich da. Ja, und deswegen haben wir hier oben immer noch kein funktionierendes Klo. Das muss ich mal eine Etage runtergehen, ja. So ist das hier bei uns hier oben. Und das habe ich die letzten 1,5 Wochen gemacht. Habe hier quasi die 2 Räume entmüllt und geguckt, was muss weg, was kann da bleiben. Sperrmüll war auch letzte Woche Freitag da, ja. Ja, das gibt es dann anstelle vom Schminkvideo. Ja, hier ist auch die Tür kaputt, da muss noch eine neue Tür rein. Bei mir muss auch eine neue Tür rein. Die Zargen hier, das sind eigentlich selbstgebaute Zargen hier, die hat mein Mann selber gemacht. Aus Kostengründen vor 20 Jahren. Aber da sieht man mal, wie schnell 20 Jahre rum sind. Hammerhart, ne? Ja, und das hier soll eigentlich Gästezimmer werden. Ich habe mir auch schon überlegt, wie gesagt, ich wollte eigentlich ein Schminky-Video drehen. Da hat der Hund aber wieder so gebellt und ich war mal wieder Zeug suchen bei meiner Tochter. Und als ich damit fertig war, war es kurz nach 6. Also habe ich jetzt kein Schminky gedreht, sondern für euch, was habe ich die letzten 1,5 Wochen getan, Video. Ich gucke schon wieder schief, ich weiß. Da ist die Kamera und ich gucke immer darüber zu meinem Gesicht. Als würde ich mit mir selbst reden, sozusagen. Wie gesagt, eigentlich bin ich am Überlegen. Das hier soll eigentlich Gästezimmer werden, weil das hier so das kleine, eins der kleinsten Zimmer im ganzen Haus ist. Es gibt noch ein kleineres Zimmer unten neben dem Elternschlafzimmer. Das haben wir immer für die Babys benutzt, als wir noch Babys hatten. Das ist mittlerweile ein Bügel- und Kleiderschrank, also quasi eine Art begehbarer Kleiderschrank geworden. Oder ein Grümpelsräumchen, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich glaube, so einen Raum gibt es auch in jedem größeren Haus. Wie gesagt, da steht ein ganz großer Eckkleiderschrank drin, wo wir unsere Klamotten drin haben. Und da steht mein Bügelbrett und die alte Wickelkommode und die neuen Wohnzimmermöbel, die wir geschenkt bekommen haben. Und ja, noch ein Regal, wo Krimsches drin steht. Und alles, was sich nicht wehrt und was man aber nicht wegschmeißen will, das geht dann immer meistens da rein. Da müsste ich auch mal räumen. Aber manchmal hat man, wenn man dann so einen Riesenberg arbeitet, hat man echt keine Lust, ne? Wie gesagt, also hier bin ich mir überlegen, so von wegen Gästezimmer. Aber ich habe mir auch schon überlegt, ach, für YouTube-Zimmer wäre das eigentlich schon ein bisschen übertrieben. Das könnte ich später auch in meinem neuen Zimmer machen. Das ist ein kleinen Touch größer wie mein anderes, mein altes Zimmer. Ja, keine Ahnung, das muss ich mir dann noch überlegen. Ja, aber je mehr Räume man belegt, desto mehr Räume muss man auch sauber halten. Und das ist immer so eine Sache. Also bei so einem großen Haus, mein Mann sagt auch, eigentlich ist das Haus viel zu groß für uns. Nun habe ich ja noch eine minderjährige Tochter hier, die ja auch mit hier wohnt. Aber 300 Quadratmeter für 3 Leute, naja gut. Aber ich habe auch schon zu meinem Mann gesagt, das muss man sich ganz genau überlegen. Ich sage, wir wohnen jetzt seit 25 Jahren hier, 25,5 Jahren. Ich sage, wir sind jetzt auch gewohnt, Platz zu haben. Und dann muss man sich überlegen, ob man eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung zieht irgendwo, wo man dann auch oben drüber und unten drunter eventuell Nachbarn hat, auf die man dann auch noch Rücksicht nehmen muss. Wie gesagt, ich habe noch nie zur Miete gewohnt. Also meine Mutter hat ein eigenes Haus. Ich bin mit 19 ausgezogen in mein eigenes Haus, wenn mein Vater dann verstorben ist und hat mir was hinterlassen sozusagen. Und kurz nachdem sein Tod bin ich quasi von zu Hause aus, aber das war auch nur drei Türen weiter wie mein eigentliches, also mein Elternhaus sozusagen. Aber das sind so andere Geschichten. Also Geschichten kann ich mittlerweile mit 51 viele erzählen. Ich habe auch, glaube ich, eine relativ komplizierte Familiengeschichte. Ja, aber das ist eine, darüber könnte man schon fast ein Buch schreiben. Aber wie gesagt, das habe ich die letzten 1,5 Wochen jetzt getan. Und habe parallel noch meinem anderen Sohn geholfen bei seinem eigenen Umzug. Da sind wir jetzt auch ungefähr am Ende, wie gesagt. Also da fehlen noch so ein paar Möbelstücke. Wie gesagt, die Kommode fehlt noch. Das hier fehlt noch. Das ist eigentlich ein Hängeschrank von meinem ältesten Sohn. Aber der wollte den nicht mehr. Und ich habe jetzt ein paar Füße gekauft. Und dann kriegt mein anderer den als Wohnzimmerschrank. Der will das Schwarze hier zwar nicht, aber das kann man folieren. Und dann, ja.
Der hat irgendwie so zum Teil Glasböden. Die Böden fehlen nämlich hier drin. Und ja, habe ich gesagt, dann folieren wir das hier einfach, das Schwarze von der Front, dass das genauso wird wie das hier. Kriegt man im Globus kaufen für wenig Geld. Ich sag, dann hast du auch direkt einen Wohnzimmerschrank. Man weiß ja auch, was Möbel heutzutage kosten. Und wenn ich sowieso hier stehen habe, ich sag, bevor ich das jetzt auf die Sperrmüll schmeiß, ich sag, pimpe mal das auf, pimpe mal das und dann kriegst du das jetzt. Ja, und dann denke ich mir, ist der auch mit Möbel in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung versorgt. Jo, dann würde ich mal sagen, verabschiede. Oh Gott, die Wände hier sehen aus. Ja, das ist, wie sie sagt, wenn Kinder hier wohnen, die dann irgendwann zum Teenager werden und irgendwann erwachsen werden und dann ausziehen. Also bei meiner Tochter auch, da sehen die Wände aus. Ich sage auch, hör doch einfach mal auf, die Wände da unten anzumalen. So, häng irgendwie Poster auf oder sonst was, was wir früher gemacht haben. Anstatt hinzugehen, mit irgendeinem Edding die Wände anzukritzen, da kriegst du nie wieder weg. Ich sage, jedes Mal muss Papa die Wände neu verputzen, ist, sag ehrlich. Und irgendwann geht das auch mal durch den Putz durch. Ach, ich sehe gerade, da steht doch noch ein ganzer Korb mit Wäsche, den ich noch machen muss. Ach Gott, das nimmt einfach kein Ende. Ich habe eigentlich gedacht, mit 51 hätte ich das alles hinter mir. Meine Kinder wären groß und ich müsste nach nichts mehr gucken. Ja, Pustekuchen. Ich hoffe wenigstens, dass die Kommode leer ist. Ich habe nämlich zu meinem Sohn gesagt, dass der im Sommer ausgezogen ist. Hier sind die obersten Schubladen, sind nämlich auch kaputt. Habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Meister, ich sage, hol alles mit, was du mitnehmen willst. Aus deinem Zimmer, alles andere geht auf die Sperrmüll, bis auf die Kommode. Aber ich muss echt sagen, die sieht wirklich übel aus. Aber vielleicht kriege ich die noch mal hin. Weil ich habe so wenig Klamotten. Für mich würde das eigentlich ausreichen. An Kleiderschrank, dann müsste ich nicht ständig eine Etage weiter runterlaufen, wenn ich mir mal irgendwie einen Pulli oder ein T-Shirt holen will. Weil hier oben ist ja auch ein Bad und ich brauche ja auch nicht viel. Ja, hier ist noch eine Tüte mit Technik, muss ich gerade sagen. Das ist ein blödes Heizgerät. Und hier ist ein DVD, ein Blu-ray-Player. Ich habe zwar einen, aber naja, muss man ja nicht wegschmeißen. Was man hat, hat man, ne? Also solange es noch funktioniert. Der hat nämlich einen HDMI-Anschluss. Und ich habe auch unten noch tatsächlich einen richtigen. Ne, ich glaube, das ist kein Videorekorder mehr. Das ist ein CD-Player, also auch ein Videogerät. Aber das hat noch einen SCART-Anschluss. Und die meisten neuen Fernseher haben keine SCART-Anschlüsse mehr, also schon seit Jahren nicht mehr. Und alles, was noch einen SCART-Anschluss hat, ist ein Stromfresser. Deswegen, aber ich habe zu meinem Mann gesagt, der geht ja eigentlich noch. Vielleicht sollte man den an einen Liebhaber oder so für 10 Euro verkaufen, keine Ahnung. Ich glaube, dafür gibt es auch keine Fernbedienung mehr. Aber die Geräte früher waren nicht so empfindlich. Da konnte man einfach die Universal-Fernbedienung irgendwo kaufen und programmierte sich die und dann war gut. So, jetzt aber wirklich Schluss aus meinem Chaos hier. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder, dann aber tatsächlich mit dem Schminke-Video, würde ich mal sagen. Ja, ich habe sogar meinen Knopf hier in der Hand, so, dass ich den drücken kann. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr mit mir hier durchgegangen seid. Aus meiner Chaos-Etage, wie gesagt, hier muss noch einiges renoviert werden, aber da mein Mann jetzt krank ist und das noch wahrscheinlich etliche Wochen bzw. Monate dauern wird, bis der wieder so fit ist, dass er hier was machen kann. Das ist natürlich, war natürlich jetzt nicht so geplant. Aber mein ältester Sohn, wie gesagt, hat einfach mal, während mein Mann im Krankenhaus war, die Sperrmüll bestellt und dann blieb uns ja nichts anderes übrig, wie dann hier oben mal tätig zu werden. Ja, so ist das. Also haben wir das dann mal so gemacht, so zwischendurch. Das war eigentlich so nicht geplant, aber naja, gut, was willst du machen, gell? Es ist jetzt gut, dass es so weit ist, sonst wäre es nämlich wahrscheinlich noch anders. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder. Das war jetzt mal ein ganz anderes Video. Und wie gesagt, am Sonntag gibt es dann definitiv ein Schminki-Video oder die Lampe blendet. Und dann verabschiede ich mich von euch jetzt und ich hoffe, dass mein Knöpfchen funktioniert. Bis dann, meine Lieben.